Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist schon wieder Donnerstag. Von Wochenüberblicks-Vlogs ist das hier zurzeit weit entfernt, ne? Was soll's? Auch wenn heute schon Donnerstag ist und das der erste Tag ist, an dem ich hier ernsthaft die Kamera in die Hand nehme, ist es nicht so, dass ich den Rest der Tage total faul gewesen wäre oder so. Ich wäre es gern gewesen, zugegeben, war ich aber nicht. Ist einfach letzte Woche in der Urlaubswoche ein bisschen was liegen geblieben und das musste aufgearbeitet werden. Und das habe ich die letzten Tage gemacht. So, und jetzt bereite ich mich mal vor. Ich habe nämlich gleich in so 20 Minuten einen kleinen Zoom-Call mit dem Markus. Also, auf geht's. Es ist jetzt schon ein paar Stunden später. Um 11 grob war dieser Zoom-Call und jetzt ist kurz vor 3. Seitdem habe ich eigentlich nur geredet. Erst über Zoom, dann am Telefon, dann nochmal am Telefon und so weiter. Ich habe gefühlt mein Redepensum für heute schon komplett aufgebraucht. Darum mal hier vloggereimäßig auch erstmal Schluss. Ich gehe jetzt und hab ein Essen, denn der Magen hat sich gemeldet. Und dann gucken wir mal, dass wir hier morgen noch ein bisschen was gefilmt kriegen, ha? Heute ist Freitag. Karfreitag, um genau zu sein. Für viele ja ein Grund, sich zu freuen, dass sie nicht arbeiten müssen. Ich freue mich, dass ich heute hier sein kann, zumindest für 2, 3, 4 Stunden oder so, ohne dass ich ständig am Handy sitze oder eine Zoom- oder Teams-Sitzung habe oder sowas. Das ist jetzt auch nicht immer so bei mir, ne? Aber die Woche hat es doch echt arg zugenommen. Ich glaube, das lag ein bisschen daran, dass ich einfach die Woche davor im Urlaub war. Naja, ich will mich nicht beklagen, ne? Ist ja Arbeit immerhin. So, jetzt nehme ich das Random Rotation Video auf, also das englischsprachige Video für den englischsprachigen Kanal, das morgen kommt, wenn alles gut geht. Weiß man ja vorher immer nicht. Bei dem Video heute werde ich auf jeden Fall mit Teleprompter arbeiten, denn nach Freisprechen ist mir gerade nicht so richtig. Und mit Teleprompter arbeiten ist auch tatsächlich, wenn man sich ein bisschen daran gewöhnt hat, überhaupt nicht schlimm. So, aufgezeichnet habe ich und jetzt hier Musik aussuchen für das Ding. Ich glaube, den Track finde ich ganz gut. Also, downloaden. So, nu, Rechner ist schon wieder runtergefahren. Sehe ich zu, dass ich nach Hause komme. In der Kindhacker angerufen und hat gesagt, ich habe so Hunger, lass uns zusammen essen. Da sind mir natürlich die Hände gebunden, da muss ich hin. Ey, heute bin ich so ein bisschen Stulle unterwegs. Erstmal habe ich versucht, meine Jacke zu finden. Das ging zu Hause nicht, aber hier im Büro ist er auch nicht. Und jetzt habe ich auch noch die Festplatten zu Hause vergessen, mit denen ich eigentlich hier im Büro jetzt gern was machen möchte. Das heißt, ich lasse meinen Tee schön kalt werden und fahre noch mal eben rüber. Boah, sowas nervt mich ja, ne? Gucken, was heute noch so passiert. So, die Festplatten, oder vor allen Dingen die eine wichtige Festplatte, habe ich jetzt also hier und kann hübsch weiterarbeiten. Für euch war das nur ein paar Sekunden, für mich 20 Minuten meiner Zeit. So ist es eben, ne? Movie Magic. Jetzt muss ich noch ein bisschen Voice-overn, denn das war eigentlich eh komplett anders geplant. Im Prinzip wollte ich gestern nach dem Essen mit meinen Kindern
nachmittags nochmal hierher kommen und den Rest fertig machen. Habe mich dann aber relativ kurzfristig dazu entschlossen, einfach mit den Jungs Luigi's Mansion zu Ende zu spielen. Ja, wer solche Entscheidungen trifft, muss dann auch fein damit sein, dass er am Samstag nochmal hier ist. Ist ja auch kein Riesenproblem. Immerhin haben wir das Hotel und die ganzen eingefangenen, in den Bildern eingesperrten Marios und Turz und so gerettet. War also nicht ganz umsonst. So, wunderbar. Jetzt habe ich mein Voice-Geovere, sagt man das so? Ich glaube. Abgeschlossen. Warte noch auf den Export, lade das Video schnell hoch. Dann kommt heute endlich mal wieder, nach zweiwöchiger Pause, ein Random Rotation Video. Finde ich gut. Und dann kann ich ins wohlverdiente Wochenende gehen. Ich werde noch ein bisschen was einkaufen, Spargel und solche Sachen. Und dann war's das. Ja. Macht es fein, ne? Wir sehen uns nächste Woche. Tschüss.